Willkommen zum Media Day der Uni Baskets. Mein Name ist Theresia und ich bin euer Host für die kommende Season und für unser neues Format Uni Baskets Backstage. So, welcome to Paderborn. We're really excited to have you here. How is your first impression now? I've been here for 3 days, so the first 2 days of training camp were really good, I felt like. And our first game yesterday, I felt like we had a lot of learning curves and a lot of stuff to get better with. So it's been great, actually. So we stalked a bit your Instagram profile. Are you into anime? I love anime. Anime is like one of my go-tos. I'll be binging anime all day if I could. Okay, you seem like a fun guy. If you had like a song that is playing when you would walk into a room, what song would it be? It gotta be We Paid by Lil Baby and 42 Doug. That's my anthem right there. That gets me hyped. Wir sind hier mit Aaron und ich habe ein paar Fragen vorbereitet. So, worauf freust du dich am meisten beim Media Day? Ich freue mich natürlich auf die ganzen coolen Fotoshootings, besonders mit Christos auch und dem ganzen Team. Und auch die nebensächlichen extra Videos. Und es ist immer sehr, sehr cool, auch mit den Jungs abzuhängen und auch lustige Fragen zu beantworten. Bei den Fotos, schreien, alles kein Problem für dich? Alles kein Problem, mache ich sehr, sehr gerne. Macht mir auch echt Spaß, ja. Wenn du auf einer einsamen Insel ausgesetzt werden würdest, mit welchem deiner Teammates? Uff, das ist tough. Also ich meine, die neuen Jungs kenne ich ja erst seit einer Woche. Da würde ich vielleicht eher gehen mit einem oder mit mehreren? Einem? Ich würde vielleicht mit Lars gehen. Who has the best and worst dress in the team? Aaron. How long does it take? Baseline. Yeah. 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 So, wir sind jetzt hier mit Buzz beim Media Day. How was it for you so far, the Media Day? It's been fun. The yelling, the different props, the interview, it's been good. Was the yelling like pushing a boundaries? Was it very awkward? A little bit, but having Joe and Lars here, it made it easier. If you could eat just one cuisine for the rest of your life, what would it be and why? Okay, some of the guys were actually talking about this the other day. So there's a seasoning on the East Coast, where I'm from, in the States, and it's called Old Bay. So I love chicken wings, so there's this Old Bay chicken wings, and it reminds me of home, and I love it. So that's probably what I'd go with. Gibt es etwas, was du vielleicht ganz gerne magst beim Media Day, die Spiele, die Fotos, irgendeinen Favoriten? Ja, ich finde, das ist super für die Jungs, dass sie sind zusammen für ein paar Stunden und sie können noch mehr lernen voneinander und sie haben Spaß zusammen. Das ist wichtig für mich und ich finde das gut mit Media Day. Gibt es etwas, worauf du dich jetzt für die kommende Season besonders freust? Ja, aber das ist, wir haben eine neue Mannschaft, so wir sehen, wie das läuft und wie wir lernen und wie unsere Entwicklung geht. Das ist, das macht Spaß. Und das ist immer Woche zu Woche, wie das geht und für mich
Jede Woche ist eine neue Mannschaft. Jede Woche ist etwas neu für uns. Und das für mich ist Spaß.